Aufnahme läuft. Ein herzerfrischendes Moin Moin, willkommen zurück zu alle durchgeknallten. Eine Runde Need for Speed World mit dabei. Newcomer, GB Crazy, der verrückte Vogel. Und Nerfy allerseits. Hallo. Highway, Highway. Oder heißt es nicht Highway? Ja, der Tonschiff hat beim letzten Mal so oft abgelost. Er kannte erst mit der A-Klasse geil. Also hat er jetzt keinen Bock mehr, oder? Der Tonschiff sitzt neben mir und hat gesagt, nee, heute habe ich keinen Bock. Und falls der Herr das sehen sollte, das Video, ja, Digga, sorry, Absicht. Ja, der wird das Video bestimmt sehen, also der guckt sich normalerweise jedes Video an. Markus, guck mal, der Cam. Immer diese Polizeiverfolgung. Oh, Crazy kommt gar nicht weg. Ist stehen geblieben. Von wegen, ich fahr doch hinterher. Aber ein Auto. Tschüss, Autos. Hau ab, du blöde erste Karre! Wisst ihr, was mir bei dem Spiel eindeutig fehlt? Irgendwie ein bisschen Hintergrundmusik. Kann man ja anmachen, aber ich hab's ja ausgestellt. Ja, aber die Musik, die es gibt, die ist kacke. Ja, und die ist, kann man das Video dann nicht monetarisierbar? Boah, diese blöden Kackbullen! Ich habe jetzt noch keine instrumentale Musik gefunden auf YouTube, die ich unter die Videos setzen könnte bei Need for Speed, dass man so ein bisschen leicht was hat, ohne dass gleich YouTube rummeckert. Ich habe zwar Musik, finde ich jetzt auch für Vlog und so weiter, da habe ich Musik für, aber die passt halt nicht hier für sowas. Können nachher mal einen Link schicken. Ja, privat mal. Ja, Crazy, so funktioniert das. Was denn? Ja, machst du genau richtig da hinten. Die Polizei wegräumen, meinst du? Du Scheißbulle, geh mir doch nicht auf die Nüsse, verpiss dich. Crazy, klappt's da hinten? Ich fahr, was ich kann. Überlege, wenn man das damals mit D-Klasse gesuchtet ist und jetzt fährt man das mit E-Klasse, also... Ja, ja. Mit D war das viel besser. Mein erstes Auto war Mazda 3, weiß ich noch. Ja. Und ich weiß noch, wie ich den lackiert. Ich vermisse den echt ohne Scheiße. War irgendwie... Da hatte ich dieses Need for Speed Zeichen drauf gemacht, dieses nur dieses N. Und keine Ahnung, irgend so verschiedene Farbe. War schon irgendwie cool, ey. War mein erstes Auto, scheiße. Ja, wir hatten doch unseren ersten Mazda in Q-Farben gemacht. Wir hatten ja alle die gleiche Lackierung. Mann, ihr blöden Kackbullen, lasst mich in Frieden! Ob wir es nochmal schaffen, eine Crew aufzumachen, Murphy? Also mit den Verhältnissen, die jetzt hier herrschen, wenn du erstmal eine halbe Stunde lang dafür sorgen musst, dass du überhaupt... In ja, aber ey, mal jetzt, also just for fun und Crew, wie heißt das, Conference Racer oder so, das kann man ja machen. Nee, kannst du nicht machen, das ist ja das Problem. Als Stream. Du willst Conference Racer in der freien Fahrt, sicher? Kannst du vergessen. Erstens mal kannst du in der freien Fahrt nicht rammen. Und zweitens mal ist... die Verbindung dafür viel zu scheiße. Du weißt, du siehst ja selber, dass wenn wir hier zusammenfahren. Crazy, gib mal Gas, du hast noch 2 Minuten. Dass ich dich ramme, obwohl ich dich gar nicht ramme. Also 1 Minute, wo du hier sein müsstest, wo wir jetzt ungefähr sind, weil dann die Zeit auch runterläuft in Rot. Und bis dahin, wenn du bis dahin nicht drin, ansonsten lässt du dich jetzt schnappen und Ich dreh nochmal um.
Wenn er sich jetzt schnappen lässt, dann kommt er wieder. Ich glaube, dann kommt er bei dir raus, wie das war. Aber da brauchen wir den Rest nicht mehr gurken. Boah, ey! Jetzt kommt auch noch das blöde Rido von hinten. Mein Gott, ich werd welt, ey. Den Scheißding hat ja auch noch gefehlt jetzt. Wenn ihr aus dem Tunnel rauskommst, ihr müsst euch beeilen jetzt. Zeit wird eng. Wenn es bis dahin euer Ziel schafft, ihr müsst sofort umdrehen und Gas geben. Für eine Minute. Hier vorne rechts. Links ist der Weg länger. Scheiß, Bruder, geh mir doch nicht auf die Nüsse. Boy! Hier rechts hoch. Fuck! Häng fest! Ich hab grad kein Power bereit. Tja, das war's dann wohl. Mann. Die kommen nicht mehr ins Ziel. War kurz davor. Und Radar reloaded. Könnt ihr direkt drinnen bleiben in der Lobby oder seid ihr raus? Ich bin raus. Ja, toll. Weißt du, so brauche ich dich mehr einladen, automatisch drinnen, weißt du, haben wir das ganze Prozedere nicht mehr. Also, ja, ich bin nicht automatisch drin. Erstmal für die Aufnahme. Cut, 7 Minuten, sorry.